So. This is what Irving meant by answers. Not sure. But obviously there's a connection here with Umbrella. And that's never a good sign. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Let's see what we can dig out. So, wir sind wieder da am Start. Heute, ich habe mir wirklich den beschissensten Tag zum Aufnehmen ausgesucht. Heute ist der Tag, also ich glaube, diese Folge dürfte quasi eine Woche zeitversetzt kommen. Das heißt, wir haben heute diesen beschissenen Donnerstag, wo in Berlin einfach mal 39 Grad sind. Es ist abartig hier. Es ist wirklich abartig heiß. Aber naja, Spaß ist das, was du daraus machst. So, hat Umbrella mit diesen Blumenforschung betrieben. So, einfach irgendwo Blumen. So. Was ist denn hier? Blümchen? So, okay. Haben wir denn sonst noch irgendwo irgendwelche Sachen, die wir finden können? Schätze oder something else? Schau mich mal ganz kurz hier nochmal um. Nee, hier können wir nicht runter. Hier können wir runter. Gehen wir kurz außen lang. So, ihr hört, die Stimme klingt immer noch so ein bisschen zerknetscht irgendwie, von daher. Es wird bestimmt auch wieder Let's Plays geben, wo ein wenig mehr gesprochen wird von meiner Seite aus. Aber vielleicht ist es ja nicht so verkehrt. Vielleicht ist es ja für euch mal ganz angenehm, wenn ich mal die Fresse halte. So, okay, also es sieht wirklich so aus, als wenn hier nichts mehr großartig zu finden ist. Außer dieser Juwelenkäfer. Nice. Okay, cool. Alles klar. Gut. Na dann. Gehen wir mal weiter. So, man muss ja natürlich auch ein bisschen davon ausgehen. Ich habe jetzt Sheva ebenfalls eine Schutzweste gegeben und mir eine kugelsichere Weste. Weil ich glaube, die Feinde werden jetzt halt wirklich auch echt unangenehm. Oh, hier gibt es noch was zu lesen. Ein Klemmbrett mit alten und neuen Dokumenten. Das Tagebuch des Baulandes. Jetzt haben wir die Nidbaya endlich aus diesen Ruinen vertrieben. Ich habe gehört, dass es nur um dieses Blumenfeld ging, aber im Moment habe ich andere Sorgen. Dieser Bau ist der absolute Albtraum. Diese Ruinen etwas zu bauen ist eh schon so gut wie unmöglich. Und um überhaupt anfangen zu können, müssten wir die Grundwasserkanäle umleiten. Dadurch wird das Blumenbeet aber nicht mehr richtig bewässert. Und jetzt gehen die Blumen ein. Als Krönung des Ganzen sitzt mir noch der Forschungsleiter Brandon im Nacken. Er will die Anlage mindestens dreimal so groß wie ursprünglich geplant haben. Klar. Das wurde genehmigt und dann wurde der vorherige Bauleiter Peter gefeuert. Keine Ahnung warum, vielleicht hätte er sie falsch angeguckt oder so. Wenn die Pflanzen eingehen, blüht mir dasselbe, der arme Pete. Diese Wissenschaftstypen sind echt in Schmerz im Allerwertesten. Es war toll, was er so Pain in the Ass. Schmerz im Allerwertesten. Toll. Ich hoffe, dass wir bald neues Wasser finden. Anscheinend gibt es Grundwasser in ungefähr 500 Metern Tiefe. Das ist ganz schön tief, also werden wir das neue Pumpensystem von Fabiano brauchen. Hoffentlich funktioniert das, aber wenn man bedenkt, wie bisher alles gelaufen ist, geht bestimmt irgendetwas schief. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wann wir die neuen Pumpen bekommen werden. Selbst wenn es glatt läuft, schaffen wir es nie im Leben, sie bis Ende des Jahres zu installieren. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser mit eigenen Händen anschaffen, damit die Blumen nicht eingehen. Sieht wohl so aus, als würde ich das letzte Weihnachtsfest der 60er in einer dunklen Höhle verbringen und Gärtner spielen. Statt bei meiner Familie zu sein. Was für ein beschissenes Leben. Das folgende Schriftstück ist neuer. Das Tagebuch des Verwalters. Die Pumpen bewässern die Progenitorblumen ordnungsgemäß, sind aber sehr wartungsintensiv. Sie wurden von über 30 Jahren von Umbrella installiert. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch funktionieren. Der Speichertank hält kaum noch dicht. Die Pumpen müssen dringend ersetzt werden. Per Zufall habe ich das Tagebuch des Bauleiters von Umbrella gefunden. Er schreibt, dass die Pumpen von einer Firma namens Fabiano stammen. Ich glaube, in unserer Abteilung für die Entwicklung natürlicher Ressourcen benutzen wir auch Fabiano-Pumpen. Ich werde mit Mr. Irving sprechen, dem Vorarbeiter der Ölanlage. Vielleicht kann er uns neue Pumpen besorgen. Na, danke. Die Schriftstücke sind relativ lang. Ich werde es trotzdem weiter durchlesen. Ich habe mal so stellenweise gesehen bei anderen Let's... Oh, komm, Alter. Ich habe es in anderen Let's Plays gesehen, irgendwie von Resident Evil 5, dass tatsächlich viele durchskippen durch den Text. Finde ich persönlich so ein bisschen
ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Also ich will schon, dass ihr so ein bisschen so viel, so Maximum der Story auch selber mitbekommt irgendwie. Weil ich denke nicht, dass Leute, während ich hier im Sekundentakt die Seiten durchskippe, ich glaube nicht, dass ihr Pause macht, um das zu lesen. Deswegen, wenn euch der Text nicht interessiert, skippt einfach vielleicht 3 Minuten vor oder so. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon Nummer 1. Also Brandon Nummer 1. 1966. 4. Dezember. Mr. Spencer hat einmal von einer Blume namens Sonnentreppe berichtet. Angeblich verleiht sie unglaubliche Fähigkeiten. Alle glauben, das sei nur ein Gerücht oder eine Legende, aber spätere Forschungen zeigen, dass wir falsch lagen. Der erste, der sich von der Wahrheit dieses Gerüchts überzeugen konnte, war mein Lehrer Dr. James Marcus. Er nahm an, dass ein bisher unbekannter Virus existiert, das in der Lage ist, die DNA zu verändern. Der Mann war so weitsichtig. Seine Hypothese erwies sich als korrekt. Das in der Blume entdeckte Virus wurde Progenator genannt. 3 Monate lang arbeiteten wir wie besessen. Unzufrieden mit den Ergebnissen und unter ständigen Angriffen der Nipaya. Doch letztendlich wurden alle Bemühungen belohnt. Selbst Dr. Marcus, der bis gestern noch so erschöpft aussah, hatte gute Laune. Er will nach Hause zurückkehren, sich in seine Forschungsarbeit zu vertiefen. Mir geht es genauso. Ich will die Geschichte des Progenator-Virus so schnell wie möglich erforschen. 67, entschuldigt bitte. 12. Februar. Wir sind mit unserer Latein am Ende. Wir haben die Progenator-Blume aus Afrika mitgebracht und versucht, sie hier zu kultivieren. Die Proben der ursprünglichen Kultur des Progenator-Virus haben keine DNA-verändernden Merkmale gezeigt. Wir haben die Blumen kultiviert, um die Massenproduktion des Progenator-Virus einzuleiten. Zunächst lief alles wie gewünscht. Die Pflanzen waren stabil und wuchsen schnell. Innerhalb kürzester Zeit blühten sie. Doch hier trat das Hauptproblem auf. Die Blumen enthielten kein Progenator-Virus. Möglicherweise ist die Entwicklung des Virus von der Umgebung abhängig, in der die Pflanze wachsen. Dies bedarf einer weiteren Untersuchung. 12. März. Wir können keine Fortschritte erzielen. Wir haben weiter versucht, die Blume unter verschiedenen Bedingungen anzubauen, konnten die Entwicklung des Virus aber nicht auslösen. Bisher haben wir die Erde und das Wasser ausgetauscht, sowie Temperatur und Lichtempfindlichkeit verändert. Ohne Erfolg. Wir hatten eine hitzige Diskussion mit Dr. Marcus über die Richtung unserer Forschungen. In deren Verlauf äußerte Mr. Spencer die törichte Idee, ein Unternehmen gründen zu wollen. Ohne das Progenator-Virus hatte die Gründung eines Unternehmens keinen Sinn. Begreift ihr das nicht? Es ist zwecklos. Oh, so, ja. Was ich sagen wollte, wie gesagt, die Texte sind relativ lang diesmal hier in diesem Teil. Spärliche seht, aber die man findet, sind sehr lang. Wie gesagt, wenn es euch abnervt, irgendwie, es gibt ein bisschen vor. Schön. Ich nehme mal einen Schluck. Bei 39 Grad. Dokument lesen. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon Nummer 2. 1968. 15. April. Es ist mehr als ein Jahr vergangen, seit wir hier zuletzt einen Durchbruch erzielen konnten. Deshalb sind Dr. Marcus und ich wieder nach Afrika gereist. Wir konnten unsere Forschungen nicht mehr ohne das Progenator-Virus fortsetzen. Die ständigen Angriffe der Nibaya werden mir den letzten Nerv rauben. Aber um der Forschung willen werde ich durchhalten. Um Gottes Willen. Mr. Spencer liefert die vermeintliche Lösung für meine Befürchtungen. Wenn Sie sich Sorgen wären, der Bayer machen, müssen wir sie eben beseitigen. Wir alle waren schockiert. Diese Möglichkeiten hatten wir nie erwogen. Die Lösung war zwar unkonventionell, schien aber die einzige Option zu sein. Dr. Marcus und ich entschieden uns, es auf einen Versuch ankommen zu lassen und Mr. Spencers Plan in die Tat umzusetzen. 19. August. Endlich gute Nachrichten. Wir haben erfahren, dass die Nipaya teilweise vertrieben wurden. Das Gebiet, das uns jetzt zur Verfügung steht, schränkt sich zwar nur auf etwa die Hälfte der unterirdischen Ruine, aber wenn es das Gebiet einschließt, in dem der Progenator-Blume wächst, dürfte es keine Probleme geben. Mr. Spencer plant den Bau von Forschungseinrichtungen in dem Gebiet, wodurch unsere Arbeiten am Virus beschleunigt werden sollen. Was ist denn das für ein Geräusch, was ich hier höre? Steht hier ein Zombie hinter mir, oder was? Na toll.
Wir trafen eilig unsere Vorbereitungen zur Abreise nach Afrika. Aber Mr. Spencer bat Dr. Marcus, in Raccoon City zu bleiben, um das Ausbildungszentrum zu übernehmen. Darüber waren wir zunächst sehr überrascht, aber schnell erkannten wir, dass dieses Vorgehen logisch war. Dr. Marcus benötigte für seine Forschungen eine ruhige Umgebung. In Afrika hätte zu dieser Zeit wohl keine Einrichtung diesen Ansprüchen genügt. Ich hoffe nur, dass die dortige Forschungseinrichtungen schon bald gebaut werden. Dr. Marcus war übrigens derjenige aus Tans. Na, bin ich der Meinung. Whoop. Ich werde jetzt also allein nach Afrika gehen und Dr. Marcus regelmäßig Proben des Progenitor-Videos schicken. Dr. Marcus und Mr. Spencer sind sich einig, dass dies die bessere Vorgehensweise ist. Ich muss meine Vorbereitung treffen. Ab morgen werde ich sicherlich sehr beschäftigt sein. 29. September. Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Afrika. Es ist gut, dass Dr. Marcus nicht hier ist. Dieser Ort ist alles andere als ein Paradies der Forschung und Wissenschaft. Die sogenannten Forschungseinrichtungen besteht aus Zelten und wir müssen bewaffnete Soldaten einsetzen, um die Nibaya in Schach zu halten. Was mir besonders auf die Nerven geht, ist der Lärm vom Bau der echten Forschungseinrichtung. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn die Umstände drohen, mich in den Wahnsinn zu treiben? Ich versuche mich nur auf das Entnehmen von Proben aus der Progenitorblume zu konzentrieren, um sie an Dr. Marcus zu schicken. Vielleicht kann ich dadurch dem Wahnsinn entgehen. 1969. Alter, es gibt gleich selber. 15. Juni. Die Forschungseinrichtungen sind endlich fertig. Dies ist die richtige Afrika-Forschungszentrale von Umbrella, nicht bloß ein Haufen Zelte. In den letzten 9 Monaten ist mir allerdings etwas klar geworden. Die Einrichtungen sind für unsere Bedürfnisse zu klein. Schön. Wir müssen vergrößern und sie müssen vergrößert und der Forschung angepasst werden. Dann hätten wir mehr Platz für vergebene, begabtere Forscher. Ja. Das hier muss die Front unserer Progenitor-Forschung werden. Unsere Ergebnisse werden Dr. Marcus und seinen Virusforschungen zugutekommen. Überraschenderweise stimmt mir der alte Geizkran Spencer in diesem Punkt zu. Dankeschön. So, wer heuchelt jetzt? Wer keucht hier rum? Hört sich komisch an. Ich sehe nichts, aber es hört sich komisch an. Nein, Leute, nein! Nein, nein! Telegramm von James Marcus. Entwicklung zum T-Virus erfolgreich. 13. Januar 1978. James Marcus. Okay, cool. Das war's? Das war's. Oh. Oh, schön. Nein, und ihr seht da oben auf der Karte die ganzen Dokumente? Ja, ich glaube, ich habe andere Probleme jetzt. Oh, Rechnungskopie. Umbrella-Ausbildungszentrum Dr. James Marcus. 5, in Klammern 5 Behälter für Progenitorproben. 15. Dezember 1977. Director der African Forschungszentrale Brandon Bundy. So, ich war das jetzt, das, was ich befürchte, was das war, was da an der Decke geklettert ist? I don't know how. But they could be using them to produce biological weapons. This is the facility from the picture. No doubt about it. We're finally getting somewhere. Tja, dann schaut man den Rechner ein. Swim. Tagebuch des Three-Cell-Forschers Miguel Nummer 1. 19. Februar, als ich erfuhr, dass es sich um das Labor in Afrika handelte, was Umbrella benutzt hatte, waren die Erwartungen hoch. Doch als ich es sah, nun ja, ein richtiges Labor war es nicht. Ich weiß nicht, wie Umbrella es je nutzen konnte, geschweige denn, was Tricell damit anfangen könnte. Der Ort ist vor langer Zeit verlassen worden und es gibt nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Es ist kein einziger Ausrüstungsgegenstand erhalten, jedenfalls keiner, der funktioniert. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht, denn ich habe so etwas schon fast erwartet. Aber das Wichtigste ist ja auch der Progenitor-Virus. Wenn wir das Virus nicht unbedingt für unsere Forschung gebraucht hätten, hätten wir dieses verwahrloste Labor gar nicht aufsuchen müssen. Wir hatten bereits Proben des T-Virus, G-Virus, T-Veronica-Virus und sogar des Las Plagas-Parasiten. Also eigentlich alles, was wir für unsere Forschung benötigen. Uns fehlt nur das verdammte Progenitor-Virus. Doch schließlich fanden wir es. Hoffentlich verhilft es uns zum so ersehnten Durchbruch. Ich kann
kann es kaum erwarten, endlich damit zu arbeiten. 7. März. Ich frage mich, wer den Spitznamen Licker, auf Deutsch so viel wie Ablecker, für diese Kreaturen erfunden hat. Angesichts der langen Zunge ist das die perfekte Bezeichnung. Also, die Befürchtungen sind wahr. Das sind Licker. Na toll. Aber für Forscher wie mich sind Bows wie die Licker einfach nur ein Ärgernis. Zu behaupten, dass Licker perfekt seien, wäre übertrieben. Aber sie stellen sozusagen eine Sackgasse der Evolution dar. Es gibt nichts zu verbessern. Bows, die mit Hilfe des T-Virus entwickelt wurden, zeigen anscheinend keine schwerwiegenden Verbesserungen, wenn sie das Pollinator-Virus erhalten. Die Verbesserungen beschränken sich nur auf die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Geruchssinn. Weiter sind wir allerdings noch nicht gekommen. Sie sind immer noch blind wie ein Maulwurf und hässlich wie die Nacht. Die Verbesserung ihrer Fortpflanzungsfähigkeit scheint ihr größter Evolutionsschritt zu sein. Ach du Scheiße, die pflanzen sich jetzt fort oder was? Ich hasse es, wenn etwas nicht nach Plan läuft, aber da die Nachfrage nach Lickern immer noch so recht groß ist, ist das wohl halb so wild. Oh, na toll, Alter. Die Licker puppen jetzt! So, Schrotgewehr. Und ich hoffe jetzt erstmal das letzte Dokument, was wir jetzt finden, damit wir jetzt ein bisschen mal vorwärts kommen. Eine E-Mail an einen Bekannten. Hallo, ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich habe demnächst Urlaub. Das neue Projekt, sorry, aber du weißt ja, dass ich nicht darüber sprechen darf, ist fast abgeschlossen. Und wir bekommen extra Urlaub als Belohnung für unsere harte Arbeit. Alle Mitarbeiter hauen morgen ab. Endlich können wir dieses Land verlassen. Ich fliege zurück nach Arizona. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. Aber noch mehr freue ich mich endlich, von dem allmächtigen Miguel wegzukommen. Der denkt, er sei so etwas wie ein Supergenie. Er sitzt bei der Arbeit neben mir. Versteht mich nicht falsch, er ist schon ein guter Forscher. Hat gute Ideen und ein gutes Auge für Einzelheiten. Aber immer, wenn er den Mund aufmacht, erzählt er einem, wie toll er ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es nervt, sich das den ganzen Tag anhören zu müssen. Wir sollten ein Beruhigungsmittel entwickeln und es verabreichen. Aber lass mir das. Die Hauptsache ist, dass ich in ein paar Tagen nach Hause komme. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir müssen dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Ich brauche diesen Urlaub. Bis dann, Ryan. Ja, ob dit jetzt dazu gekommen ist, Ryan, ich weiß es nicht. Toll. Scheiße. Also Leute, die Resident Evil 2 zum Beispiel schon mal gesehen haben. Achtung. Plop! Da habt ihr zum ersten Mal mit den Lickern zu tun. Und Licker sind wirklich miese Viecher. Miese Viecher. Ultra stark. Blind dafür, wie Maulwürfe, ja? Das heißt irgendwie, wenn wir... Oh, hoppla. Das heißt, wenn wir Geräusche machen, irgendwie triggert die das und wir sind am Arsch. Scheiße. Sieht aus, als hätte ich hier Tiere gewütet. Nicht schön. Hallo? Ach, Scheiße. Careful. I saw something. Ja, das haben wir alle. Das haben wir alle. Scheiße. Pistole, Alter, mit 65 Schuss, damit komme ich in die Welt. Ach, okay. Boah, Tiere hier, ey. Ah, eine kleine Ziege. Na toll. Oh, noch einer, na toll. Wo ist er?
langsam hin. Sind echt wirklich so Angstgegner hier bei mir in Resident Evil. Ja, Nemesis noch lieber. So. Mal lieber vorsichtig hier die Bretter aufmachen. Oh, hallo, warte mal da. Eine AK. Grünen AK, so, und... Tag, warte mal, kurz hier, ja, ne, hier. Machen wir mal anders. Humpty Dumpty Dumpty Dumpf. Tauschen. Give me an herb. Take this. Und hier sagen wir mal, kombinieren. So, die AK. Aber die AK benutzt, soweit ich noch weiß, Maschinengewehrmunition. Und damit wäre natürlich tatsächlich Sheva ein bisschen besser beraten. Denn. Ach, kette das doch mit der roten Pflanze. Naja, egal. Gib mir eine Grenade! Take this! Gib mir eine Grenade. So, rot haben wir nicht. Können wir nicht. Hieb nicht. Na egal. Weiter. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Oh, sagst du was? Irgendwie habe ich das ganz blöde Gefühl, dass genau das jetzt gleich passieren wird. Scheiße. I don't think he'll notice us. Alter. Senses are weak. Wie denn? Komm ran, los! Scheiße, Alter. Oh, Scheiße. Alter, das war jetzt hier. Das war eine Nummer. War doch besser durchgekommen, als man dachte. Ja, jetzt gucken wir uns natürlich immer die Bumsbude an hier von den Jungs. Ist hier irgendwas zu finden? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Wenn man sich diesen ganzen Scheiß aussetzen muss. Aber ich glaube, allein durch das Auftreten der Tür hätten wir sie wahrscheinlich getriggert. Naja, egal. Wir haben sie. Gekillt mit Kugeln von Licker. Schon allein das wäre doch eigentlich schon eine Trophäe fast wert. War das so eine Trophäe? Auf der PlayStation 3? Naja, egal. Wahrscheinlich nicht, weil ansonsten wurde hier, glaube ich, jetzt. Wer wird dafür ploppt?
wir jetzt hier schön warten müssen. Come on, come on. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Wo kommt die jetzt her? Ja, bringt mir jetzt ohne. Jetzt müssen wir hier. Ach du Scheiße! Knallt euch jetzt alle ab! Da kann ich ja bloß hoffen, dass. Schön, schön. Alles für dich, Mäuschen. Wunderbar. Kann ich ja nur hoffen, irgendwie, dass sich das jetzt gelohnt hat mit diesen komischen Diamantherzen. Oh Mann. Oh, schön. Das ist auch ein toller Automat. Den finde ich gut. Und. Ach, ich bin voll. Das kann nicht sein. Tauschen. Gib mir ein Egg. Take this. Gib mir ein Egg. Sätze, die man wahrscheinlich selten in Resident Evil tatsächlich erwarten würde. Aber du erstmal Zeit für die Pelte auf. Warte, take it. Okay. Wie, was ist los? Echt jetzt? Man kann es nicht nehmen? Ja, nee. 35 Schuss. Ach, das ist doch shit. What can I do? What can I do? What can I, what can I, what can I do? Ja, dann kommt die weg. Kann man das jetzt hier nicht... okay. Na, das Holz. What the hell? Willkommen auf Camino. This is in the pictures too. Wait. That means Jill might be here. Mittagsessen, die Mittagssirene. Warten, 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 warten. Was nun? Oh. 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 What have they done? Dezent entsorgt worden. Jill war ja so mit der dicken Nase. Dicke Nase-Till. Tatsächlich fand ich dem ursprünglichen Resident Evil 1 ein bisschen, sah besser aus. So als jetzt der 5. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. Irgendwann haben sie dann natürlich auch zurückgeworfen. Dann passt über an die Remastered-Variante. It stopped. Glaub ich. Ja, das ist Quatsch. Nee, glaub ich nicht. Why? Well, that's why. Oh, nicht doch bitte. Oh, no, no. Ja, das war ja toll. Erstmal wie ein Eipel hier nach dem Ding. So, jetzt dein Plan. Mein Hässling. Muss man hinschießen? Da muss man hinschießen, oder was? Jetzt muss er irgendwo drin droppen, oder was gerade verwacht wurde. Und Schädelbasis weggeknallt. So,
No. Nicht gut. Ah, nicht gut. Stehen geblüht. Alter, das ist aber mal gut hier. Verpissung. Are you okay? Thank you. Oh Scheiße. Holy moly. Mit einer Pistole irgendwie. Alter, ist doch aber wirklich nicht meine stärkste Idee. Ach Scheiße. Erst hier wirklich in die Krabbe gefangen wird? Ja. Okay, also wir mussten tatsächlich erst wirklich auf die Füße. Bye-bye. Ekelhaft. Ekelhaft, das Vieh, ey. Was? Wieso? Weshalb? Ah, wahrscheinlich ist kurz an die Maus rangekommen. Oh, genau. So, da ist jetzt Jill drin, oder wie? Na denn? Nix da. Sie ist nicht damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excella Giona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. So, Ende von Kapitel 5-1. Boy, geht's. So this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that, and about Jill once we find her. All right, let's find her then. Stand hier nicht noch irgendwas? Wie rumgelaufen sind, aber das ist natürlich wie durch magische Hand plötzlich verschwunden nach dem Bosskampf. Das Pflänzchen. Oder Schäfer hat sich gegriffen. Das kann natürlich auch sein. Okay, open it. Ich habe schon lange keine blaue Medaille mehr gefunden, auf die ich schießen konnte. Scheiße. Hoho. Doch alles so Nuckelbeträge, ey. Damit kannst du. Und kommst ja nicht weit im Biomarkt. Okay. Dachst. Das wird doch hier nicht. Ach du Scheiße, okay. Jetzt. Ah. Fuck. Und jetzt haben die Gegner auch Gewehre. Wie toll. Schön.
Nice work! Oh, sehr guter Schuss. Das ist dermaßen bestens ausgerüstet gerade, die junge Dame. So, dafür. Sollen wir nicht. Ich höre sogar schon wieder drüber. Auf das Deck. Latsch auf die Hütte. So. Nicht ein bisschen vorstürmen? Oh, das ist deiner. Oh, shit. Tja, da wisst ihr, welcher Munitionstyp hier auf jeden Fall präferiert wird. Und welche Waffe. Take it. Okay. Der geht wieder leer aus. It's me. Scheiße. Na gut, egal. Na doch. Immer Pistole und immer Schrot war da. Und das mir war. Alter, warum... Rot? So ein Shit. Okay. Come on, Roger. Oh, fällt da oben. Oh, shit. Schade, schade. Endlich mal wieder was für gute alte Pistole dabei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nice work. Boah, ich hab gepanzerte Maske auch noch, ey. So, da unten, ach, warte mal. Ich schnapp dir mal erstmal. This one. Take it, Roger. Und wer ist da hinten? Hat nochmal ein bisschen, Schatz, geglänzt. Aber wir holen uns erstmal hier diese Munition. Wer kann es nicht nehmen?
Das ist ja nicht so schön. Verdammt. Kannst du nicht irgendwas... Ach Mann, das ist doch blöd. Also, was ist ärgerlich? So Munition liegen lassen irgendwie ist immer... That hurts. Aber gut. Was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Ist die Muni voll, ist die Muni voll. Come on, Roger. So. Verdiene diesmal auch wieder, auch bei dieser Episode, einfach den Kacke-Quatsch-Orden. Vom Feinsten. Viel Müll manchmal so von mir gebe hier. Das ist die Hitze. Nicht. You know that voice. It's Excella. Not being handled, Albert. I'm looking forward to you. Albert? What? Why are you holding up okay, Albert? Nochmal wiederholen, Albert. Shit, Wesker. I thought he was dead. Oh nein. Oh nein, warum sieht der Tier schon wieder aus wie im Schlachthaus? Verdammt. Na los, komm. Komm. Der hat sich aber schön umgedreht gerade. Na. Ja, der Dragunov ist halt einfach mal der Dragunov. Was kann man sagen? Das Ding klärt halt einfach. Naja, dann kann ich ja wenigstens hier wieder ein bisschen Munition sammeln. Ist ja auch nicht verkehrt. So, ist das für ein ekelhafter kleiner wilder Baum? Scheinbar. Ach du Scheiße. Oh je. Ich glaube, das ist so gut. Du kommst doch ein bisschen weiter. Nicht so nice. Ja, scheiße. Sieh raus, das Ding ist voll zu kümmern. Ich bin Zunge geküsst beim ersten Date, Freunde. Oh, das war aber auch. Das war jetzt fies. Das war fies. Das hat mich auf jeden Fall gut Munition und noch mehr Leben gekostet. Scheiße. So, guck mal ganz kurz. Ich flitze mal ganz schnell zurück und hol mal das grüne Kraut. Bringt nichts. Kannst ja nicht nehmen. Naja, dann muss es halt so gehen. Scheiße. Okay, na los, komm. Bitte? So, da oben ist grüne Kraut, ist schon mal sehr gut. Ah, was ist denn jetzt schon für eine bizarre Scheiße hier? Förderwand, die Hälfte explodiert. Was ist hier denn schon wieder alles? Das ist ja schon wieder ein Fall für den Arbeitsschutz. Seht doch, komm.
mal, wie haben wir denn da? Der Schichtleiter. Oh. So, der Betriebsrat kommt. Oh, juh. Kann ich hier irgendwo in Deckung gehen? Würde ja in Deckung gehen. Denn because of me jetzt hier so gut. Na, runter. Ja, so kennt man mich. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerne mal irgendwie Scheiße. Na, der hat. Oh, nicht doch. Knall die doch mal ab, Mann. Jetzt aber hier mal schnell. Naja, wenigstens ein bisschen. Nein, geht gar nicht. Das haben. So, und du schnappst dir mal das hier vor. Ja, so langsam ist das natürlich echt ärgerlich irgendwie, das halt. Shever schon fast die besseren Waffen jetzt hat. Was denn, Leute, was ist denn los? Explodiert denn die alle? So, und du schnappst sie bitte. Okay. Was soll ich jetzt darauf? Oh, nicht. Doch. Schade. Oh, schade. Da muss noch so ein... Gott. Ja, da drüben war zwar jetzt noch eine Kiste, aber... Oh, scheiße. So, wo sind sie denn? Ich hab's doch gerade gehört. Die netten. Da oben ist einer. Hey, lass doch mal. Hört's doch halt auf. Die scheiß Explodiererei hier. Schluss damit sein. Kann ich nicht irgendwas ablegen. Nee, ist auch voll. Scheiße. Das gibt aber auch keine Punkte jetzt hier. Luft doch mal, kletter doch mal hoch, bitte. Sag mal, stell dich schon wieder an. So, jetzt haben wir das mal abgeschaltet, den Scheiß. Das macht die doch nicht. Los, shoot the kill.
In your face. Oh, das war ja eine spannende Kiste hier. Na gut, okay, wir laufen mal durch. Jetzt sieht mir auch so aus, als hätte ich hier Gegnertypen. Oh Gott. Kannst du das nehmen? Hm. Kannst du nicht oder willst du nicht? So, okay. Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. Start a war. So, dann mach ich mal nicht kaputt. Ach, Herrschaft, ey. Na los, komm schon. Oh, das war erst Nummer 1. Verstehe. Oh Gott. Nicht so schön. Nicht so schön. Ja. Okay, also hier müssen wir nochmal zu. Nein, mach das doch nicht. Nein, Schäfer, mach das doch nicht kaputt. Come on, Roger! Wir müssen doch erst uns hier um das an der Pack kümmern. Oh Gott, sie schnupft. Ach, nicht doch. What matter? Das war nicht so gut. Scheiße. Scheiße. So, verwalten. Verdammte Axt. Machen jetzt. Gabe im Plan. Verkauf das Ding. Das ist so unverhältnismäßig. Das ist so unverhältnismäßig. Why? So. Das machen wir noch da. Das machen wir noch da. Das machen wir noch da. So. Fertig. Weiter. Komm mal hier. Come on, Roger. Ach so, wir haben schon. Wir. Okay. Thanks, partner. Nun. Kombinieren, benutzen. Sehr schön. Na, vielen Dank. I need ammo. Take this. So, das haben wir. Jetzt können wir uns den Ammo nehmen. Und vor allem können wir mal gucken, was vorne in den Koffer drin war. Raus ist jetzt, hier kommen wir dieses scheiß Vieh vorbei. Okay, kann ich hier hinten rumlaufen? Nope. Von hier angeschissen. So, wir verpissen uns erstmal. What manner of beast is that? Jetzt ohne Kopf weiter? Übel, Alter, übel! Na, was sind das denn für Mistviecher? So, was ist mit dem zweiten? Schön. Über mir? Toll. Ah.
So, okay, dann lass uns doch mal erstmal kurz gucken, was wir hier für ein schönes Köfferchen haben. Hallo, Alter. SIG 556. Das dürfte doch wahrscheinlich ebenfalls ein Schnellfeuerwehr sein, ne? Langwaffe. So, über den in der Einrichtung gefundenen mutierten Organismus. 6. Mai, als die Rakete mit dem Ouroboros-Virus beladen wurde, brach ein Feuer aus. Dies hatte eine temporäre Quarantäne der Stufe 4 BL4 in der unmittelbaren Umgebung zur Folge. 11. Mai. Seit Beginn der Quarantäne sind 5 Tage vergangen. Es liegen Berichte vor, dass ein Tier unter seltsamen, schnellen Mutationen leidet. Augenzeugenaussagen zufolge besitzt die Kreatur offenbar eine sehr harte Epidermis. Es wurde jedoch keine viralen Zysten beobachtet, die auf eine Verbindung zu Ouroboros schließen lassen. Ich vermute, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, das vom Ouroboros-Virus beeinflusst worden ist. Mit Sicherheit eine seltene Erscheinung. Ich werde vielleicht morgen ein Untersuchungsteam zusammenstellen, um eine Probe nehmen zu lassen. 6. Mai. Ich habe ein Team losgeschickt, um die Sichtungen dieser seltsamen Kreatur zu untersuchen. Aber das Ergebnis war katastrophal. Ein anderes Team wurde losgeschickt, um die Leichen des ersten Teams, die von etwas Schafen zerstückelt wurden, zu bergen. Ja, Leute, die Leute retten mussten, die Leute retten wollten, die Leute rausholen wollten. Klassiker. Die Körper wiesen zudem Stichwunden auf, die offenbar von einem riesigen Speer verursacht wurden. Spuren einer chemischen Substanz wurden auf den Augen einer Leiche gefunden. Mit welcher Art von mutiertem Virus wir es hier zu tun haben, ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Basierend auf der ersten Untersuchung können wir es mit einer neuen Art von Bau zu tun haben, da die Kreatur mit einem recht beeindruckenden Angriffstier auftrat. Habe ich ihr vorläufig den Codenamen Reaper gegeben. Natürlich werden noch mehr Daten über die Kreatur benötigt, bevor eine ausführliche Analyse eingereicht werden kann. Na toll. Fear the Reaper, wie es so schön heißt. Okay. So, dann machen wir mal den Schlubbomsee an. So. Dann lass uns doch mal die ganzen Leute verbrennen. Toll. So, bis wohin muss ich denn zurück? Ich muss bis da vorne zurück? Was ist denn euer Ernst, Alter? Wie standet euer Ernst? Ja, dachte ich mir doch, dass man den ausweichen muss. Toll. Kick den weg. Ja, I know. Ja, da lag eine Kette, aber... Oh, schnell! Oh, du bist aber zäh hier. Oh! Oh, komm! So. So, Schäfer, kommst du? Schrot und Pistolenmunition. Nun komm halt. Da kommt es. Komm. Kannst du das nehmen? Nö. War ja klar. Okay, 30 Schuss. Na gut. Probieren wir mal unser Glück weiter. So, okay. Hier haben wir noch einen. Sinn gemacht, warum wir was ausgemacht haben. Wahrscheinlich hätten wir eine Band noch zurücklaufen können und da hätte sich dann wahrscheinlich noch irgendwas versteckt oder irgend so was, aber. Naja. Take it, Roger! Warte. Hm? Nee. Hm? Penta? Ach so, das. Verstehe, das sind Granaten für den Granatwerfer, den wir nicht mehr haben.
So, wie sieht's denn hier aus? Nicht so schön. Wer hat in den Pool geschissen? Sheva. Alter, voll cooler. Voll ein cooler Ausschlag, Mann, Alter. Geh dann immer zum Arzt. Well, glad you could make it. Up here, you two. Marcella, where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here. Enjoy. Oh nein. The Ouroboros is a new BOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Na toll. Jetzt muss man gegen den Wohnmann kämpfen hier. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Der genau wie der aus, der uns schon beim Alpha-Team angegriffen hat. Na toll. That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha. Yes, but this one seems much more ferocious. Ja. Blöd Arm. Na los. Und empty. Das ist nicht so schön. Oh, wie wo ist er? Flammenwerfer! Oh, schön! Oh, bitte lass mich jetzt da nicht und wieder. Kann ich doch nicht nehmen. Seht doch kommen. It's up to you! Find that son of a bitch! Jupp! Klappe an! Ach, wir haben einfach was gespeichert. Geht's nicht so gut. Kann ich die wieder aufladen? Ja, kann. Wunderbar. Wäre natürlich total geil, wenn man jetzt hier irgendwas machen könnte. Pflanze, hallo? Flammenwerfer?
versuche ihn nochmal so ein bisschen zu rosten hier. Jetzt hat er schon ein bisschen durchschnitt. Nicht mein glorreichster Kampf, würde ich sagen. So, schnell weg. Alle klar hier. Ja, irgendwas muss ich falsch machen. Also, es funktioniert hier irgendwas nicht. Ist hier irgendwie zu blöd, das einfach nur zu raffen oder was? Er kann ja jetzt nicht so schwer sein. Du schießt die ganzen Ponockels von ihm ab? Das ist ja lame, was hier halt. Das wird ein Flammenwerfer. Aber dann funktioniert das nicht. So, jetzt würde ich nochmal sagen: Feuer frei oder was, auf den Typen. Warum jetzt nicht? Interessiert ihn überhaupt gar nicht. Ja, also. Ich weiß nicht. That's the same type of fire we had wiped out Alpha Team. Yes, but this one seems much more ferocious. Are you okay? Hätte so einfach haben können. Aber nein. Aber nein. Was für eine Scheiße. Weiter geht's. Die Forschungseinrichtung. What's all this nonsense about evolution and being worthy? What does she mean? Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Let's go take care of business. Ja, schön. Genug gesessen. Ja, was halt natürlich immer total kacke ist, nach so einem Bossfight so irgendwie sind alle Sachen, die hier rumlagen, weg. Selbst wenn du sie nicht genommen hast. Ich meine, warum? Wieso? Ist ja nicht so, dass man nicht nach so einem Bossfight irgendwie so dermaßen nach Munition oder Heilung lechzt. Ja, geh mich an. In Mückenschiss, ich bin tot. Oho. So, du kannst das okay. Dokument lesen. Die Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Ouroboros-Video. Achtung, diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für den korrekten Umgang mit dem Ouroboros-Virus.
Der Gebrauch des Virus zu Zwecken, die nicht den Anweisungen aufgelistet sind, kann zum Tode führen. Ja, die Verabreichung des Virus an eine Versuchsperson führt in der Regel zum Tod derselben. Die Versuchspersonen sind also mit Bedacht auszuwählen. Beim Gebrauch des Virus sind die hierin enthaltenen Anweisungen genauestens einzuhalten. Die Dosierung ist abhängig vom Körpergewicht der Versuchsperson, siehe folgende Tabelle und so weiter und so weiter und so weiter. Nach der Injektion des Virus können bei der Versuchsperson folgende Symptome auftreten. Schwitzen, schwerfälliges Atmen, Delirium oder Verwirrung. Das habe ich alles jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Im Körper der Versuchsperson erkennt der Virus dessen DNA und passt sich ihr an. In dieser Phase geht das Virus an einen Ruhezustand über. Nach der erfolgreichen Anpassung an die DNA beginnt das Virus mit der Assimilierung organischer Materie aus seiner unmittelbaren Umgebung, die dem Wachstum dient. Die unmittelbare Umgebung einer fehlgeschlagenen Verabreichung ist extrem instabil. Forscher sollten die Gegend in der Nähe der Leiche der Versuchsperson evakuieren und den Leichnam verbrennen. Das Virus verwandelt die inneren Körperzellen der Versuchsperson in igelartige Pusteln, die durch die Haut ausgestoßen werden und dabei das Testobjekt komplett verzerren. Dieses Wesen weist nun primitive Intelligenz auf und ernährt sich ausschließlich von organischer Materie. Einzeln stellen die Pusteln keine Bedrohung dar, aber in größeren Mengen werden sie für andere Lebewesen zur Gefahr, indem sie versuchen, sich von diesen zu ernähren. Das Virus ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Wenn sich das Virus nicht an die DNA der Versuchsperson anpasst, ist dies umgehend der zuständigen Abteilung zu melden. Wenn das Virus von der DNA der Versuchsperson abgestoßen wird oder Komplikationen bei der Entsorgung der Leiche auftreten, wenden Sie sich bitte an die im Anhang aufgeführte Abteilung. Sie werden dann Anweisungen zur Bewältigung der Situation erhalten. Eine Menge Bla irgendwie. Also so Worthülsen irgendwie. Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich. Ist das wirklich wichtig? War das jetzt wirklich wichtig? Ich denke nicht. So, Krische pfeift hier auf dem letzten Loch. You grab it. Roger. Schlupp, schlupp. So, mal so ein Pflänzchen wäre schön. So eine erste Hilfe sprechen. Yes. So, wäre schön, wenn wir hier noch was Rotes finden würden, dann könnte man gleich mal so eine Komplettheilung machen. Hm. Ach, das sieht nicht gut aus. Schön, aber können wir nicht immer. Und fort. So, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht so viel mit den Reapern zu tun haben. Ja, wenn ich. Oh, das ist mit. Hoppala, hoppala, hoppala. Überhängen diese Ohrensäcke.
nicht übel, ey. Ist das wirklich übel? Dann nimmst du mal erstmal. You grab it. Okay. Granate. You grab it. Okay. Take it. Okay. Oh, kombinieren. Benutzen. Das nehmen wir noch mit. You grab it. Roger. Ja. Das ist natürlich so ein nice Charge. Ne, wir haben irgendwie. Das ist natürlich unverfeinert. Stirb! Here I go.
Okay. Na süß. So, ein kleines Begrüßungsgeschenk hier. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, da jetzt nochmal lang. Ich denke, wir sollten mal nach hier nochmal laufen. So, können wir mal den Kräuter miteinander kombinieren. Das wäre sehr schön. Gut. Und hier oben ist das Kontrollzentrum. Ja. So. Oh, Raketenwerfer. Na. So, wo ist der zweite Typ? Und ich habe kaum Munition. Das hat er überlebt? Komm mir auf! So. Schön, was hier so rumliegt, so. Ein Kolgi, wunderbar. So, Dokument lesen. Bericht zur Durchführung der Anweisung zur Verhinderung von Informationslecks. Im folgenden Bericht ist die Ausführung Ihrer Anweisung beschrieben. 8.53 Uhr. Das Forschungspersonal besteigt einen Bus. Abfahrt von der Forschungseinrichtung. Und das ist jetzt halt so. Was bringt denn das jetzt die Story voran, dieses Textstück? Abfahrt in die Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. Schlafgas freigesetzt. Zielperson ist Koma gefallen. Bus angehalten. Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. Leichen Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. Leichen samt persönlicher Gegenstände in unterirdischen Ofen entsorgt. Entsorgung der Leichen und persönliche Gegenstände abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Was hat das jetzt bitte gebracht? So, grün. Combination. Ja, so wenig wie ich in diesem Spiel sage, irgendwie könnte man das ja fast ohne Commentary nennen. Naja. You grab it. Roger. You grab it. Roger. So, ja, ich sag mal so, einmal Fred. Das ist doch hier
passiert? Okay, ja. Shit. Was? Wer baut so eine Konsole mit zwei so einen Hebeln da dran? So, ich hoffe, jetzt hüpfen hier nicht noch irgendwelche dicken Leute hier auf. Brauch ich nicht! Shiva, Ecke. Das ist halt. Es. Das ist ein Traum. Aber man muss sagen, sie hat nur echt mehrfach, wirklich mehrfach den Arsch gerettet. So, wo seid ihr jetzt hier? Schweinebande? Noch nicht. Was ist denn mit der Kapsel? Wo werden wir hier geblockt? Ja. Got it. Ja, du hast. Ich dachte, ich hätte jetzt 8-mal an ihm geschossen. Wahrscheinlich hat sie auch die finalen Schuss gemacht. Oder sie kriegt den Kraftwerk. Ich dachte, ich werde mit der Pistole. So, was für eine imposante Kammer, ey. Wie baut denn so weit? Excella is here? If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. Maybe. So. Reload! Guck mich mal vorher nochmal hier. Das wäre jetzt hier gehetzt irgendwie von A nach B. Flitzen und jetzt die Sachen übersehen. Das ist so ein kleiner Käfer. Take it! Okay! Aber das sieht hier schon wieder nach einem harten Battle aus, irgendwie. Wenn ich mir so. Das so von der Grundkarte angucke. Ich würde doch hätten, dass hier wieder irgendein Scheiß passiert.
Scheiße. Na gut, schauen wir mal rein. Aha, von oben. So, kann ich hier irgendwie Sprunghilfe geben? Und damit. Schaltet hier den Fahrstuhl frei. Activate the elevator for me. Achso, sie macht's Alena laut. Gut, dann mach doch Alena schon. Hold on, I'll check things out. Ja, ja, mach mal. So, ich bin in die Lage. So, und ich hab jetzt gleich wieder die Party hier unten am Start. Seht, komm. Alter, nicht der Wurst! Wo sind sie denn? Drei? Wunderbar. Tja, da kann ich nicht viel tun, Mäuschen. Oh, das ist wirklich viel, Alter. Sie hat die Knarre. Oh. Okay, the door's open. Na dann. So, das war jetzt auch nicht so schön. So, ein Scheiß, dass die Granate oben hatte. Klassisches Beispiel für Fehlmanagement. Ein Erste-Hilfe-Spiel ist natürlich mal sehr schön. Oh, meine Munition. Wunderbar. Meine Munition ist super. So. Bevor wir jetzt die Brücke runterlassen, finden wir hier oben etwas Schönes. Ah, was denn? Die Kiste. Die nehme ich mal nicht mit hier. Come on, Roger! Okay, gut. Komm in her, bitte. You grab it. Roger! You need to be careful! Take this. So, okay.
und Vetatikin. Das ist ein kleiner Edelstein. Reload! 23 Schuss. Gerade wirklich die totale Scheiße jetzt hier bevor noch. Excelligione! Stop right there! Bravo! Damn it, where is Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Hallo! Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Hello, Jill. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Ja, sie hat auf jeden Fall plötzlich einen totalen Mega-Skills. Now, let's finish this once and for all. I think the odds are fair. 2-on-2. Right, Jill. Ja, ist auf jeden Fall nicht so geil. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Watch out! So. Ich denke, sie kann mich jetzt hier oben irgendwie nicht wirklich verstecken von ihnen, weil ich finde mich nicht. So. Das Ding ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unbedingt Jill separieren müssen von Wesker. Sie schießt nämlich. Sie ist verschlossen. Your future hinges upon this fight. Watch out! We'll never win like this. Time to change tactics. We should hide. There's no point in hiding. You're merely postponing the inevitable. So, Schwimmer, komm mal schnell her. Halt. Here I am, offering my precious time.
unfortunate for you. I expected more of a challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go! Wesker, stop! At such an advanced stage. Commendable, yet futile. Yeah, sie no more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. So, tatsächlich würde ich mich nochmal ganz kurz sehr gerne irgendwie, dass wir diese eine Kiste hier mal aufmachen. Können wir da nicht mehr hin? Nein. Ja, machen wir den Faxen hier. Okay, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Scheiße. Ah, nein, ey. Jill, what are you doing? Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! Don't do this, Jill! I don't want to hurt you! Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! We have to get that device off her chest! Ah, wo ist er zum Hammer machen? Don't do this, Jill! Don't do this, Jill! I don't want to hurt you! Ah, was ist jetzt... Hörtet sie uns auch eher? Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! Oh, snap it! Now! Hold it down! Don't do this, Jill! Oh. I don't want to hurt you! Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me!
It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! That was an end. Don't do this, Jill! I don't want to hurt you! Jill, what are you doing? We have to get that device off her chest! Ob das jetzt abläuft? Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? John. Come on, snap out of it! Don't do this, Jill! Don't you recognize me? Chris! Come on! Get the device! So, X-Mal gemacht. So, Jill. Na, wie geht's dir jetzt? Jill. Jill. Das ist ja mal ein hässlicher Ausschlag jetzt auf dem Dekolleté. Are you alright? Chris. I'm so sorry. It's okay. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be alright. Ist nicht der beste Titel aus der Reihe. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Yes, you... Don't you trust your partner? Sagte die, die ihn gerade töten wollte. Alright. Die Mucke, Alter. Oh, und noch eine Ebenbus Keller dafür geknallt. Und ja, wenn's halt vielleicht, würdest du mithelfen. Chill. Ja. Survive this. Chris? I'm alright. Alright. Mein Arsch wurde dir gerade versohlt vom Feinsten, mein Freund. Time to put an end to this. Let's go. So, damit haben wir auch Kapitel 5 beendet.